Ja, moin, wir sind hier auf einer Map-Offering-Map, was mir schon mal gar nicht gefällt. Und das mit Artist und ein paar Standard-Artist-Perks. Und es ist ein neuer Patch rausgekommen, gerade wie ich das gespielt habe, dass die Deadman Switch und Squatchhawk Pern-Revenants kommen wieder ins Leben ruft. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, wirklich literally kein Plan. Aber es ist halt, ja, Behavior. Was soll man da noch mehr sagen, ne? Also, mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Ja, habe ich gehittet. Nice. Okay, erster Chase, wenn sie halt Balance Landing hat, richtig ungeil. Sonst richtig geil. Sonst sehr, sehr geil sogar. Das habe ich nicht gehittet. Ich bin so dumm. Das hätte ich hitten müssen. Das hätte ich wirklich hitten müssen. Ja. Die kommt weiter durch jetzt. Die kommt weiter durch, wenn sie es richtig spielt. Wenn sie es richtig spielt, kommt sie sehr, sehr weiter durch. Wenn sie es richtig spielt. Oh, sie spielt es nicht richtig. Das ist so gut. Sie hätte es wirklich schaffen können. Sie hätte es wirklich schaffen können. Und das ist, was mich schmerzt, dass der Generator genau dann fertig wird, wenn ich gerade Pain Resonance gehabt hätte. Finde ich sehr ungeil. Aber ist okay. Da drüben. Ja, die Kombi ist halt dreckig. Was soll man sagen? Vielleicht treffe ich wen? Oh, da drüben. Okay. Moin, moin. Okay. Willst du mir sagen, wo du bist? Basically, ja. Willst du anscheinend? Oh, ey, wirklich, ich liebe diesen Perk. Dieser Perk ist eins. Also wirklich. Kann man mir nicht erzählen, dass das nicht einer der geilsten Perks in der BD ist. Mit Lethal Pursuer und. Mit sonst? Nee, ich glaube. Also ich glaube, die zwei sind schon top gerade. Nee, die zwei mag ich. Die sind cool, die sind cool. Die sind swaggy. Und was auch swaggy ist, ist, dass die Aurea 10. Ach, schade. Schade. Aber egal. Ist komplett fun. Ich verstehe halt nicht, warum sie die Kombi zurückgebracht haben. Es macht gar keinen Sinn. Es macht wirklich. Nee. Ist so sinnlos und dumm einfach. Aber ja. Wie gesagt, Behavior. Was will man mehr? Was will man mehr erwarten? Night Pit, gut. Das war wichtig. Und ja, Smart One. Sie hat die Crows weggebracht mit dem locker Jumpen. Und ja, das war nur unpredicted, also. Smart Survivor, aber auch Smart Killer leider hier. Das sehe ich mich leider. Okay, Smart weitergelaufen. Okay. Und jetzt, Bro? Ja, da ist der Artist Player. Ja, ich muss sagen, Artist ist schon funny, wenn man sie richtig spielt. Aber sie ist echt hart zu spielen. Und das Problem ist jetzt, was ich am meisten sehe, dass die halt wahrscheinlich wissen, wie man das countert. Das finde ich nicht mehr so geil. Habe ich da gerade jemanden gesehen? Okay, nee. Dann einfach Random Regressen und Random Burps. Einfach Random Burps. Random Burps sind immer gut. Der Gen ist auch nicht weit. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich breaken sollte? Zu meinem Vorteil? Nee, sieht nicht so aus. Okay, ich gehe zu dem Chen hier. Und warum habe ich gerade so eine komische Aura die ganze Zeit um mich rum? Da drüben werfe ich was hin. Da werfe ich zwei hin. Und dann ist alles fein. Wie sieht es hier aus? Oh ja, hier geht schon ein bisschen wilder zu. Okay, es wird gerettet. Und der Chen da hinten ist getroffen worden. Getroffen worden, genau. So sagt man das nämlich. Getroffen worden. Nicht gemacht worden, einfach getroffen worden. Ist smart, sagt man so. Im Business. Habe ich. Oh, das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Ja. Nice Hit, nice Hit. Da dürfte eigentlich niemand sein. Spaß. Okay. Komm einfach, wenn du willst. Nee. Haha. Ja, und mit dem Burps gehittet deshalb. Nice. Well played von mir. Muss ich mir lassen. Muss ich mir leider einfach lassen. Ja, aber die kannten das echt gut. Also die machen das schon sehr solid. Zack, hier. Okay, leider nicht. Oh, das könnte ich breaken. Das da gut. Direkt Burp zurück. Und dann gehe ich weg.
dann gehe ich weg, aber wohin? Oh, da wird ein Chen gemacht. Da wird ein Chen so hart gemacht. Ja. Okay. Nice try, nice try. Die sind wirklich nicht schlecht. Die sind wirklich, wirklich nicht schlecht. Okay. Ja, smart Dodge. Smart freaking Dodge. Aber hier ist halt leider gar nichts für dich. Hier ist leider gar nichts für dich. Aber weißt du, was hier für mich ist? Richtig wunderschön, schönes Glyph für meine Challenge. Einfach aufheben. Einfach pick up. Einfach pick up und Punkt, dass ihr leider in deinem Leben ist. Ist halt solche Vollidioten, wirklich. Ich hasse euch so sehr. Nee. Also Flashlights. Nee. Ich werde niemals in meinem Leben mit Flashlights klarkommen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird. Nee. Sehe ich nicht ein. Aber weißt du, was ich auch nicht ansehe, dass euch das jetzt irgendwas gebracht hat in eurem dreckigen Leben. Glaubst du, ich höre das nicht? Glaubst du, ich höre das nicht? Du Vollidiot! Und jetzt? Ja, was jetzt? Wow. Well played. Well played. Well, wirklich sehr stark gespielt. Machen wir dasselbe nochmal. Kennen wir ja schon. Gut. Keiner will Stress aus dem zweiten Mal. Ich habe einen Hook, ich habe einen Gemblock und ja. Du musst weg, obwohl du es geschafft hättest, sogar wegen meinem Cooldown. Du musst einfach weg, obwohl ich auf Cooldown gewesen wäre. Das ist komplett cool. Das ist komplett cool für mich. Okay, kein Squatchhook. Ist okay. Ist okay. Ist fein. Ist fein. Ich bekomme den Burp Hit. Bekommen den Burp Hit und Information, dass hier der Typ ist, der in mich reinläuft. Oh, ich liebe diesen Perk. Och, Information Perks sind doch das Geilste, was es in DBD gibt. Sag mir was geil ist in DBD als Information Perks. Oh, ich liebe Squatchhook Perks generell. Also, ich werde dich so oft usen. Einfach, ich kann nicht mehr reden. So gehyped bin ich auf diesen Perk. Ich liebe diese Perks alle. Ich hätte nur einen nehmen sollen. Oh, trotzdem gehittet, trotzdem gehittet. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so fucking gut. Und sie hat keinen Balance gehabt, ne? Okay, ja, ist fein. Ist komplett fein für mich. Ihr holt da nicht viel raus. Ich krabbel hier durch. Das erwartet man bei Artis, würde ich mal behaupten, ja weniger. Aber sie hat es erwartet tatsächlich. Okay, ist fein für mich. Fuck it. Woher? Ah, hier. Gut. Der Outplay ist also doch noch gelungen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Aber Outplay, sage ich immer. Oh, so gut. So gut der Perk. So gut einfach der Perk. Oh mein Gott! Deadheart! Oh! Ich glaube, der Deadheart hat sich gerade weggedasht. Ich glaube wirklich, Deadheart hat sich da gerade gerettet. Ich glaube wirklich, das war Deadheart gerade, was sie gerettet hat. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Das neue Deadheart hat sie, glaube ich, gerade einfach gerettet. Erstes Mal in meinem Leben, dass ich sowas mitbekomme. Holy shit. Einfach Deadheart for distance. Okay, nice hit, aber ich muss erstmal hierher kommen. Weil sie war hier, oder? Ja, ist hier. Ist sowas von hier. Warte, was? Basement. Nicht Basement? Ich weiß es nicht. Wo? Okay. Hier. Mit Sprint Burst. Was? Ja, cool. Ist Swag von dir. Fuck! Hit! Warte, was? Du bist so ein Psychopath. Ey, deshalb sage ich immer, Iron Maiden ist auf Artist nicht bad. Iron Maiden ist auf Artist wirklich nicht bad. Believe me or not, aber Iron Maiden ist actually ein guter Perk auf Artist. Und zack, down. Wichtig. Nice one. Okay, das ist unser erster Kill. Oh, ich muss sagen, macht gerade auch echt Spaß wieder. Fucking hell. Kleiner Bastard, was bringt dir das? Smart Deadheart, aber literally, was hat dir das gebracht? Deadheart gewastet und einen Hit kassiert.
Deadheart Waste plus Hit kassieren ist nicht worth. Für jemanden, der zu 100% stirbt. Ja, komm, versuch's nochmal. Einfach time richtig, diesmal, zack, ja. Oh, das Timing ist so gut gewesen. Das Timing war so gut. Oh mein Gott, ich liebe Artists. Ich muss echt wieder mehr Artists spielen. Habe ich schon so lange nicht mehr gespielt, obwohl es so ein Fun-Killer ist. Wirklich so viel Spaß einfach mit Artist. Okay, jetzt. Ja, okay. Das war nicht mal der Gen. Aber ist fein. Ich kick den Generator. Und ich gehe hier rum, weil hier wird sie wahrscheinlich sein, oder? Ja. Nein, schade. Das wäre zu schön gewesen. Okay, ich guess dann mal hier oder hier. Muss doch eins von beiden sein, oder? Nee, okay. Das Ding ist, man hat halt so einen schönen Überblick einfach mit Huntress, wollte ich gerade sagen, mit Artist. Das ist wirklich wundervoll. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Deshalb werfe ich jetzt noch einen Burp zurück, um dich zu catchen. Ah, schade. Oben. Okay, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Das ist nämlich ein ziemlich risky Play. Hätte ich hitten können. War dumm. Hätte ich safe hitten können. Sie geht drauf. Aber was sie nicht erwartet, ist der Hit. Zack. Oh, das. Ah, das war zu weit weg schon. Das war zu weit weg schon. Ist aber komplett fein für mich. Ist komplett fein für mich. Ist komplett fein für mich. Ihr versteht gar nicht, wie fein das für mich ist. Shit, sie läuft genau in die Richtung. Okay. Nice try, würde ich mal behaupten, aber Dead hat. Ja. Oh! Die Burps haben mich gesaved. Ja, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ich mag euch echt nicht. Ich mag euch echt nicht. Ich mag das nicht, dass ihr versucht, hier zu gewinnen gegen mich. Das gefällt mir nicht. Deshalb macht das hier. Ha! Ja, ich will wirklich, also ich geier selten so hart auf den 4K, aber in der Runde, die sind mir zu gut, um nicht auf den 4K zu geiern. Die sind mir echt zu gut, um nicht auf den 4K zu geiern. Du kleine Unbreakable Bitch. Du machst mich so aggressiv. Okay, wo bist du hin? Wo bist du hin? Komm doch her. Wo könnte sie sein? Oh, sie ist Jack. Komm doch. Komm doch. Warte, was? Oh, was? Der Stun ist drauf? Okay. Trotzdem sehr, sehr gut gespielt von ihr. Kann man nichts gegen sagen. Ja, den Jump schafft sie. Obviously. Predict. Schade. Man kann ja hoffen und beten. Warte, was? Krieg ich das gerade richtig? Nee. Warte, was? Ich bin so confused. Warte. Ich glaube, ich habe es verstanden. Nee, habe ich nicht. Was? Wo ist sie? Können wir kurz mal verstehen lernen, wo sie ist? Ich verstehe es nämlich nicht. Warte, was? Wo? Ja, ich habe sie gerade laufen gehört. Die ist in die Ecke gegangen und hat sich geheilt. Ja, habe ich. Ja, was jetzt? Da ist sie gelaufen, ne? Wirklich scheiße gelaufen. Literally scheiße gelaufen für dich, hm? Ja, okay. Du kannst mich gerne nochmal für 30 Jahre runnen. Ist fein für mich. Ich hole mir den 4K so hart. Dieses Deadheart-Bitchchen. Ja, Deadheart ist so ein... Oh, Deadheart ist so ein Abfuck und wird es immer bleiben. Fuck you. Fuck you. Oh mein Gott. Ich war so oft so lange kurz mal still, weil ich einfach nicht gecheckt habe, wo diese Klödia ist. Ich hab's nicht hinbekommen zu verstehen, wo sie ist. What the fuck? Einfach what the fuck. Okay, komm. Den 4K nehme ich mir so hart an. Die haben so reingesweatet, ganz ehrlich. Da sweat ich zurück. Das tut mir echt leid, aber da sweat ich Safe Call zurück. Das ist mir zu viel, dass ich da nicht zurück sweate.
Also wenn sich da jetzt jemand drüber aufregt, dass ich zu viel gesweatet habe, dann muss aber auch mal jemand verstehen, wie hart diese Survivor gesweatet haben. Nee, wenn Sweat gegen Sweat ist, sweate ich mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin der größte Sweater. Okay. Holy shit, ich bin komplett gebrochen. Die bekommen well played. Die haben echt gut gespielt. Double Pip, Rank 1 jetzt. Holy shit. Ja, das ist ein... Das war so crazy. Ich muss kurz wirklich gucken. Ah, Botany Knowledge. Deshalb hat sie es so schnell geschafft. Okay. Chens sind auch so schnell Die haben alle Botany gehabt. Alle Self-Care Botany. Oh mein Gott, oh mein Gott. Holy shit, das ist so eine Sweater-Runde gewesen. Wirklich wieder sehr froh, dass ich das gewonnen habe. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Leute, und ciao. Ich bin wieder vollkommen exhausted von diesem Game.